einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, zu einem neuen Video von Plankton Plus Aquaristik. Nachdem wir nicht nur Fische füttern, sondern auch mal für unser Wohlergehen sorgen müssen, fahren wir jetzt erstmal zum Bäcker und decken uns hier mal ein bisschen ein. Und dann geht es heute tatsächlich um ein Thema, zu dem mich verschiedene Leute schon genötigt haben, möchte ich sagen. Es ist aber auch, muss man sagen, wirklich interessant. Ja. Gerade für die Leute, die vielleicht auch so dieses Hobby zum Beruf machen, so fühlen und da Interesse dran haben. Ne? Das stimmt. Also das sehe ich auch so. Also es geht, um euch mal mit reinzunehmen, konkret heute mal ums Fachgeschäft und um die ganzen Kosten. Also was kostet was? Speziell auf ein Fachgeschäft mal bezogen. Ne? Für mich ist das natürlich so eine Sache. Ich will das, ich weiß es natürlich, unternehmerisch bietet sich das an, wenn man seine Kosten weiß, aber also eigentlich will ich es auch doch nicht wissen. Weil da gibt es natürlich manchmal dann schon Tage, wo du denkst, warum genau machen wir das jetzt nochmal? Aber nein, da gehen wir jetzt heute mal drauf ein, nehmen euch ein bisschen mit und laufen einfach mal durchs Geschäft und du schmeißt mir einfach mal so ein paar Brocken zu. Der ist noch zugesperrt. Jawohl. So, Korallenbecken, gleich am Anfang würde ich sagen. Ist ja auch so dort eigentlich der größte Part, wenn du hier reinkommst. Ne? Korallenanlagen. Von der Fläche auf jeden Fall. Von der einzunehmenden Fläche mit. Ne? Wir haben ja, dann hast du ja Zwischengänge und ein bisschen, sollen wir auch ein bisschen luftig machen und das auch cool aussieht. Drei Stück an der Zahl. 3 mal 6 Meter, also quasi 18 Meter Korallenanlage in Summe mit einer Breite von 80 Zentimetern. Und wir haben die auch immer beidseitig bestückt. Ne? Das ist ja vor allem der Vorteil gegenüber dem alten Geschäft. Da waren ja überwiegend eine einfache Bestückung von einer Seite. Jetzt hast du ja quasi eine doppelte Möglichkeit an den Becken. Also quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten à 6 Meter. Schon geil. Also kriegen wir schon viel unter. Kosten dieses ganzen Spaßes. Also wir haben hier jetzt hängen über den beiden Anlagen jeweils 10 Hydra 64 von Aqua Illumination. Da kostet die Lampe 800, meine ich. Um die 800 Euro, auf dem Euro genau müssen wir ja nicht gehen. Dann haben wir hier auf der LPS-Anlage 6 Stück von den Reef Factory. Wer erfindet denn solchen Namen? Reef Factory Reef Flare Pro L Blue. So, weiß Bescheid. 6 Stück, da kostet das Stück 940. Mit Abhängung, mit Seil, mit Gedönse ein bisschen. Sind wir hier bei 6.000 und hier bei 8.000 und 8.000, 16 plus 6, 22.000. Nur für Lampen. Der nächste größere Part sind die Glasbecken. Dann haben wir 6 Stück à 3 Meter. Das sind natürlich alles Sonderbauten. Ne? Das ist alles ein Sondermaß, was da kommt. Da liegt so ein Becken bei, boah, schwierig, 12 bis 1500, so in dem Dreh vielleicht, 1500 pro Becken mal 6 sind 9000. Dann haben wir natürlich unter jeder Anlage ein separates Technikbecken. Das sind immer um die 2 Meter Becken. 2 Meter Becken als Technikbecken in der Größe. Wir verwenden ja da ganz normale Aquarien. Da bist du in Summe auch bei einem Tausender, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Dann haben wir separate Nachfüllbecken, die kommen ja nochmal überall dazu und das immer 2 Stück an der Zahl. Also wir haben 2 Nachfüllbecken pro Anlage, es sind 6 Becken. So ein Nachfüllbecken kostet 150 mal 6, sind nur wieder 900 Euro. 1000 die Technikbecken, 900 die Nachfüllbecken. Unterbauten haben wir jetzt hier aus Yutong gemacht. Wie viel haben wir da gebraucht, Michael, Yutong? Eine Palette? Ja, 2. Nein, eine, glaube ich. Was kostet so eine Palette Yutong-Steine? Keine Ahnung. 500, 600 Euro, 600 mal 2, 1200. Alles natürlich gerechnet ohne Arbeitszeit. Wie willst du das jetzt noch rechnen? Also reine Materialkosten, würde ich mal sagen. Eine Arbeitszeit kommt ja, berechnen wir uns selber ja keine Arbeitszeit. Dann haben wir die Yutong-Steine ja noch verkleidet mit diesen grauen PVC-Platten ringsrum. Ist noch nicht überall abgeschlossen. Da drüben sieht man es jetzt schon. Bei dem Becken vorne, da fehlen überall noch ein bisschen Teile. Ist momentan nicht so einfach. Kunststoffe, PVC, dieses ganze Zeug ist alles rar. Man muss ewig vorbestellen. Das sind in Summe bei den Korallenanlagen nochmal 2000 Euro. Gefällt dir die Rechnung schon? Nee, weil ich weiß ja, was noch kommt. Also das ist gut, jetzt geht es weiter mit Technik. Ich würde mal sagen, weil wir haben an allen drei Anlagen so ziemlich die gleiche Technik, dass wir uns mal eine Anlage hernehmen. Fangen wir direkt hier an. Da stehen wir jetzt schon. Ich würde mal sagen, pauschal PVC-Verrohrung ist natürlich da und ist auch nicht wenig, weil wir müssen ja eine 6 Meter Länge überbrücken. Das heißt, es muss ja wirklich komplett auf die andere Seite. Ich würde mal sagen, PVC-Teile hier mit allen Krims und Krams 100, 150 pro Becken, 100 pro Becken, also sagen wir mal 300 gesamt für alle drei Anlagen. Dann haben wir in jedem Becken einen Abschäumer stehen. Hier vor uns haben wir jetzt den AK ACS 280. Der kostet
550 Euro, also 1650. Wir haben in jedem Becken einen FIAP UV-Klärer mit 65 Watt, der liegt bei 360. Dann haben wir in jedem Becken eine Förderpumpe, das sind hier in jedem Fall die Cebao-Pumpen, alles 10.000er, drei Stück. Die kostet ungefähr 100 Euro, vielleicht 120, ein bisschen mehr. Machen wir 300 für alle drei. Wir haben Strömungspumpen natürlich, diverse Strömungspumpen, auch verschiedene Strömungspumpenkonzepte. Wenn wir mal gucken, hier sind jetzt zum Beispiel die Ecotex verbaut, die MP400. Die sind natürlich ein bisschen teurer, die kosten ein Stück 400, 500 Euro, meine ich. Da haben wir ein paar verbaut. Wir haben die Ocean Motion, da kommen diese Drehsteuerungen noch dazu. Also, das ist schwierig zu sagen, da muss was wahrscheinlich auch fast schon von 1.000, 1.500 Euro pro Anlage ausgehen. Also sagen wir, machen wir mal 1.000, runden wir ein bisschen ab, machen wir 3.000. Nachdosieranlagen, also da haben wir dreimal die P4 Pro verbaut. Die P4 Pro liegt bei 379 Euro, machen wir 400 Euro, also plus 1.200. Heizstäbe, Heizungssteuerungen, so ein Titanheizstab 60, Heizungssteuerung 60, 120, machen wir 100 Euro. Mal 3, 300. Ja, dann kommt Königsdisziplin hier. Was ist denn da ein Korallenwert drin? Ja, bei den Korallen sehe ich jetzt gerade, die Korallen stehen ja alle auf den gelaserten Acrylplatten. Wir haben bei uns in den Anlagen ja jetzt keine Lichtraster mehr, wie man das so klassisch kennt, diese Lichtrasterplatten, sondern wir haben diese geschwärzten Acrylplatten, die dann ausgelasert sind. Macht für mich ein bisschen ein schöneres Gesamtbild. Sie sind einfacher zu pflegen und es hängt auch nicht so leicht, sich mal eine Glasrose zwischen diesen Dingern durch. Also das ist von der täglichen Pflege und vom Arbeiten her ist es viel sauberer. So ein Ding kostet natürlich pro Stück auch um die 50 Euro, würde ich mal sagen. Wir haben hier pro Becken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück. 12 mal 4, 5. In dem hinteren haben wir ja nur Sand drin, das heißt 5 mal 12 mal 50 sind 3.000 Euro, nur Platten. So, ohne Tiere sind wir jetzt bei? Ohne Tiere sind wir jetzt bei 47.000. Wollen wir wirklich weitermachen? Ich finde das Video Ob das klasse. So eine gute Videoidee war, weiß ich nicht. Na, dann kommen natürlich Korallen dazu. Und Korallen ist jetzt natürlich ein Thema. Ich kann dir den Korallenbesatz oder den Wert des Korallenbesatzes für alle drei Korallenanlagen ziemlich genau sagen, weil ich das kalkulatorisch natürlich im Kopf habe. Da sprechen wir jetzt von... Lass mich den Startbesatz noch mit einrechnen. Ja, das sind irgendwas zwischen 80.000 und 90.000, vielleicht knapp schon 100.000, ja, 100.000 Euro Korallenbesatz. Also ganz grob ist man mit 150.000 Euro würde ich sagen, bei so einer Korallenanlage dabei. Bei der Korallenanlage, die wir jetzt hier stehen haben, wenn du 150.000 Euro sagst, ist das ein realistischer Wert. Ja. Weiter geht's, Fischanlage. Vorab nochmal zu den Preisen, auch von der Korallenanlage. Das ist natürlich berechnet als UVP-Preis. Ja. Wir haben natürlich als Händler bessere Einkaufskonditionen und können das günstiger kaufen. Aber du musst es ja irgendwo festmachen. Wir rechnen jetzt dafür keine Arbeitszeit mit rein. Also das ist, ich denke mal, dann wählt sich das ein bisschen auf. Ja, aber es ist ja ganz gut als Referenz und mal als Überblick ja, zu haben. Wir haben hier eine Fischanlage mit 9, 18, 21 Becken. A, 1,20 Meter mal 50 tief mal 40 hoch. Sind in Summe mit Technikbecken 6.000 Liter. Dazu kommt im Hintergrund eine Versandanlage mit ähnlichen Dimensionen, die mit auf dem gleichen Kreislauf hängt. Versandanlage heißt, wir haben ja Online-Shop und Fachgeschäft hier. Wenn ihr online ein Tier kauft zum Beispiel, das schwimmt natürlich erstmal hier für alle öffentlich zugänglich und öffentlich sichtbar. Das heißt, wir entnehmen dann dieses Tier aus der Verkaufsanlage und setzen das hinten in die Versandanlage ein. Dann ist das Tier hier aus dem optischen Bereich vorne weg, damit es zu keinem Doppelkauf, sage ich mal, kommen kann. Na, weil es ja natürlich blöd, wenn wir euch anrufen müssen und sagt, ja, es ist dumm, leider haben wir vorhin das Tier hier verkauft, oder bevor wir gesehen haben, dass diese Bestellung da ist. Das muss man natürlich verhindern. Deswegen hängen die Anlagen auch auf einem Kreislauf. Ja, weil dann kann ich das Tier rausnehmen und kann es ohne Umgewöhnung direkt in die Versandanlage geben. Es ist genau das gleiche Wasser. Die Quarantäneanlage ist separat. Wenn da mal ein Fall wäre, ist sowieso eine andere Anlage. Das heißt, wir haben hier 21 plus hinten 12 Becken mit diesen Dimensionen. Da sprechen wir von, das heißt, wir haben alleine Glasbecken 10.000 Euro an der Fischanlage. Dann kommt dieses, wie ich finde, wunderschöne Aluprofilgestell dazu, bei dem ich
ganz genau weiß, was es gekostet hat, weil ich mich da sehr drüber geärgert habe. Aber was willst du machen? Es ist halt so, wie es ist. Das sind jetzt hier alleine Materialkosten von um die 4.000 Euro. Nur Materialkosten, ohne Aufbau. Was meinst du, wie lange es dauert, so ein Ding hier aufzubauen? In der Dimension, mit diesem ganzen technischen Hintergrund. Und dann im Idealfall noch so, dass es nicht umfällt, wie man da hinkommst. Ne? Wobei, da kam auch noch einiges dazu. Da kamen einige Kleinteile, Schraubenverspaßungen, würde ich schon sagen, Versteifungen hinzu. Also da kannst du ungefähr 5.000 Euro rechnen in Summe mit diesem ganzen Gedönse. Technik, Becken ist ein sehr großes Becken, haben wir übernommen aus dem Vorgeschäft. Trotzdem muss man. 2,5 Meter Becken, ich glaube sogar 80 tief, 80 hoch, 70 hoch, also auch ein teures Ding, würde ich mal sagen. 5, 6, 7, 800 Euro kostet sowas locker. Dann machen wir mal 600 Euro. Und jetzt wird es natürlich richtig wild, weil jetzt geht's mit der Technik weiter. Beleuchtung ist so, wir haben hier verwendet die LED-Tubes von Sierra. Die haben nicht den großen Vorteil, die sind IP68 geschützt. Also die sind quasi voll wasserdicht eintauchbar, rein theoretisch. Nachdem hier natürlich Glasscheiben haben wir vergessen, sehe ich gerade hier die ganzen Abdeckscheiben. Das sind nämlich in Summe auch über 100 Stück, weil wir haben pro Becken 3 Stück drauf. Und so eine Glasscheibe ist jetzt zwar kein großartiger Kostenfaktor, das sind vielleicht 20, 25 Euro pro Scheibe, aber wenn du 100 Stück hast, hast du auch gleich wieder über 2.000 Euro, ne? Ich merke schon, deine Laune steigt mit jeder Minute Aufnahmezeit hier. Ja, ich sehe schon das Nächste, Gott im Himmel. Guck mal, wir haben das ist ja alles verkleidet hier. Nicht nur hier sind ja auch überall Strömungspumpen drin. Das ist das Nächste und die sind alle verkleidet hier, die Becken nach hinten und zur Seite. Das ist alles Siebdruck, alles ultrateure Platten, mittlerweile muss man sagen. Und wir hatten auch wirklich das Problem beim Aufbau der Anlage, da waren auch die Teile schon rationiert. Das heißt, du konntest als Kunde, der jetzt in den Baumarkt geht, der konnte nur maximal 3 Platten a 2 Meter kaufen zum Beispiel. Dann sage ich, ja Leute, wir brauchen aber 30 Platten, wie stellt ihr euch das vor? Soll ich das 10-mal kommen in den nächsten 2 Wochen oder wie? Ja, bin ich einfach. Wo waren wir Technik? LED-Technik. LED-Tubes von Sierra, da kostet eine Lampe, meine ich, 60, 70 Euro. Da müsste ich jetzt lügen, da muss ich nachschauen. 60, 70, 65 Euro. 65 Euro pro Lampe. Wir haben hier vorne 21 Becken mit jeweils 2 Lampen. Also 42 Lampen a 60 Euro sind 2.500 Euro. Strömungspumpen haben wir hier nicht drin. Die ganze Strömung, die erzeugt wird, kommt über den Auslass in den jeweiligen Becken. Okay. Wir haben es ja so gestaltet, dass wir eine zentrale große Pumpe haben, die dann quasi verschiedene Kanäle speist. Wir haben immer einen Dreierstrang, also immer 3 Becken übereinander, ist quasi ein Wasserkreislauf. Es ist grundsätzlich ein Wasserkreislauf, aber eine Zuleitung speist 3 Becken und dann fließt es komplett zurück ins Technikbecken. Also es fließt jetzt nicht über die ganze Anlage oder so, sondern wirklich von oben nach unten und zurück. Also macht Sinn, wenn wir hinten weitermachen. Hinter der Anlage angekommen, also alle 3 Becken übereinander sind immer durch einen Strang quasi verbunden. Also die ganzen Lüfter laufen natürlich hier auf Hochtouren. Also Technik, angefangen von den UV-Klärern. Wir haben jeweils einen UV-Klärer für einen Dreierstrang. Also immer einen Strang mit 3 Becken bekommt einen UV-Klärer. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 UV-Klärer. Das sind alles 35 Watt 4. Die kosten 250 Euro. 250 Euro mal 7 sind 1.750. Dann haben wir UV-Klärer. Naja, und dann kommt jetzt natürlich dazu eine wahnsinnige Litanei an PVC-Rohren. Mit Ventilen und... Mit Ventilen, mit Schlauchverbindern, mit allem drum und dran, kilometerlang. Das kann ich dir nicht. 1.000 Euro, 2.000 Euro. Was steckt denn hier in Verrottung denn? 1.000 Euro, 2.000? Ich habe bestellt gehabt. Keine Ahnung. Ja, also wir haben ja bestellt, wie die verrückt. Also nochmal für die Verrottung knappe 2.000 in Summe. Jetzt haben wir hier nochmal natürlich einen großen 65 Watt UV-Klärer hängen. Der wiederum ist für die Wasserklärung in der Versandanlage verantwortlich. Also da haben wir auch nochmal einen eigenen UV-Klärer, liegt auch um die 300 Euro. Dann kommt dieser ganze kleine Mist, bevor wir jetzt zum Technikbecken kommen, ne? Steckdosenleisten, alle einzeln schaltbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Stück, kostet eine 20 Euro, keine Ahnung, ne? 250. Dann geht's weiter hier, wir haben den ganz großen Tiling-Rollermat verbaut, das ist eigentlich ein Teichfilter. Da gibt es aber auch ein Aquafleece. Könnt ihr auch über uns beziehen, wenn ihr sowas wollt, sowas braucht. Kostet ein Tausender, der Tiling? Mehr? Ich sag mal ein Tausender, ich muss gar nicht genau wissen. 1000, der Fließer. Und da muss man wirklich sagen, der ist sein Geld wirklich wert. Ne? Weil das ist wirklich, was der rausholt, der hat ja wirklich diese ganzen Becken vorne, laufen hier drüber.
Das ist schon eine gute Sache. Vom Tiling direkt ins Technikbecken. Im Technikbecken steht ein Tunse 94,60. Sowas kostet 1400 Euro, glaube ich, oder 1500, 1500 kostet der Abschäumer. Dann haben wir einen Royal Exklusiv Barbecue King 250. Und keine Ahnung, was der kostet. Billig sind sie auch nicht. Oh, 1500. Oh. Braucht du mit auf die Rechnung? Haben wir. Zwei Abschäumer einfach aus dem Grund. Einer würde natürlich reichen, aber wir sperren hier Samstagnachmittag zu. Das sind dann Sonntag nicht da. Einfach für den Fall der Fälle. Der muss gar nicht kaputt gehen, aber es kann sich auch immer mal eine Schnecke verirren im Nadeldraht. Dann stoppt das und einfach aus Sicherheitsgründen haben wir gesagt, machen wir zwei. Das ist absolut okay. Wir haben bedingt auch durch den Fließfilter und bedingt durch das riesige Lebendgesteinabteil eine so gute Filterung, dass das vollkommen reicht. Also merken wir auch in den Wasserwerten. Wir haben hier traumhafte Wasserwerte in der Fischanlage. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben diverse Lüfter. Wir haben die Förderpumpen, zwei Stück, zwei große, 20.000er. Die kosten auch 250 das Stück, also 500. Mit den ganzen Lüftern 100, 100, 100, 300, also 800 dazu. Dann kommt der große PVC-Bottich mit dem Lebendgestein dazu. 200 Kilo Lebendgestein. Der Lebendgesteinpreis aktuell liegt bei 29,90. Ist auch ein bisschen was Älteres aus der Voranlage noch dabei. Das war natürlich noch gut. Da war der Preis günstiger, war bei 19. Dann mal 25 Euro ungefähr. Mal 250. Das sind 6.250. Das dürfte es eigentlich im Großen und Ganzen anlagentechnisch gewesen sein. Also wo sind wir bei der Fischanlage? Bin jetzt bei 36,2. Günstiger als die Korallenanlage. Naja gut, der größte Kostenfaktor Licht fällt hier natürlich nicht so ausgeprägt aus in der Fischanlage. Ne? Das Licht ist super, was da drauf ist, aber wäre natürlich für Korallen zu wenig. Das war jetzt mal Fischanlagentechnik. Jetzt ist mir gerade beim Vorlaufen noch eingefallen, wir haben ja auch hier Heizungssteuerungen, Heizstäbe, diese ganze Regeltechnik, die dazu kommt. Wir haben noch diese kompletten Verkleidungen, die haben wir noch nicht gerechnet. Da kommen ja auch nochmal 1000, 2000, 2500 nochmal dazu. 40 für die Technik. Sind wir bei 190.000 insgesamt. Ja, das können wir ja, das kannst du ja ein, blendst doch ein am Schluss, Tobi. Das muss mir doch nicht auch noch jetzt. Ja, ja, okay. Ich husche ganz kurz vor und dann gucke ich nach dem Bestand, weil den können wir 1:1 abrufen, was jetzt hier da ist. Einmal nachgespitzt, wir haben momentan on stock in der Fischanlage 720 Tiere. Da zählt jetzt Wirbellose dazu, also Garnelen und diese ganzen Geschichten. Schnecken nicht, weil Schnecken haben wir überwiegend in der Zucht. Ah, okay. Also Schnecken haben wir wenige in der Fischanlage untergebracht sind. Und diese 720 Tiere haben einen Durchschnittspreis von 36,82 Euro. Rechnen wir es mal aus. 720 mal 36,82 Euro haben wir 26.510. Nur Tiere in der Fischanlage. Rechnen wir das auf unsere 40.000 Anlagenkosten drauf und kommen dann bei 66.500 Euro raus für die Fischanlage. Wo bei machen wir weiter? Gegenwindefahrt, oder? Wo machen wir weiter? Hier hinten, bei dem Schaubecken. Schnuckeligen Schaubecken. Mhm. Oder einfach allgemein mal Schaubecken. 5 Meter Becken ist eigentlich hier die beste Variante. Wollen wir ausrechnen, was da ist? Oder willst du den Gesamtpreis von so einem Becken? Weil es wird ja dann befüllt sein, ne? Was momentan weil, da ist. Weil wenn du sagst befüllt, das gibt halt auch für die Leute einen ganz guten Anhalt. Was kostet mich denn das, so ein 5 Meter Becken da hinzustellen? Ne? Mit voller Hütte und so weiter. Also letztendlich gibt es ja so eine Grundformel in der Meerwasseraquaristik, die wir immer ganz gern zu Rate nehmen, was kostet so ein Becken voll ausgestattet. Und dann, da spricht man ja immer von 10 bis 15 Euro pro Liter. Dann nehmen wir das und können das ja auf alle Becken anwenden. Richtig. Also bei den anderen Becken habe ich es ziemlich genau im Kopf. Da müssen wir es halt ein bisschen hochrechnen. Bei 2.500 Liter, das ist ja reine Hauptbeckengröße. Das heißt, es kommen 600 Liter knapp Technikbecken dazu. Also sind es knapp über 3.000. 3.000 Liter mit 10 Euro kommen wir hier nicht hin, logischerweise. Wir haben jetzt hier eine komplette Refactory-Technik verbaut, die ja sehr, sehr hochwertig ist. Und wo auch viele Komponenten dazukommen, die so in diesen Standardberechnungen ja nicht mit drin sind. Also ich würde da eher von 15, vielleicht sogar ab 20 Euro ausgehen. Und dann hast du ja wirklich nur das Becken dastehen mit kompletter Technik. Dann kommt noch Besatz dazu. Gut, der Besatz ist jetzt noch nicht drin. 20 Euro, 3.000, 60.000 Euro. Ja, aber das sehe ich als realistisch an. Ist absolut realistisch. Also sehen wir auch, wenn wir irgendwo Anlagenbau machen, Beckenbau machen, da ist ja auch erstmal so ein Komplettangebot vorab gefragt. Also ich würde mal mit der ganzen Technik, die jetzt hier rankommt, würde ich mich mal auf 60.000 Euro einpendeln plus Besatz. Besatz, wisst ihr selber, das kannst du von günstig bis Luxus, ist alles möglich. Ein guter Mischbesatz für das Becken, Korallen mit Fische, 10, 15, 20. Also sind wir 20. Bei, sagen wir, 75? Sagen wir 75 bis 80, Sinn. Runden wir ab, 75 klingt nicht ganz so. Ist immer noch ein Sparfuchs, ne? Ja.
Sparfuchs. Ja. Ja, wer günstig kauft, kauft zweimal. Auch das ist wieder die Wahrheit. Ne? Weil klar, kannst du hier, wir könnten hier alles günstiger gestalten, als wir es gemacht haben. Das ist natürlich möglich, aber es nützt mir unterm Strich nichts, wenn ich nach 3 Jahren hier das Renovieren anfangen muss. Ja. Also das muss schon passen. Und ich kann ja auch nicht dem Kunden Premium und High-End anbieten und hier selber bei uns verbauen wir dann irgendeinen billigen Mist. Also das entspricht auch nicht unserer Philosophie. Ne? DD 1800, UVP 4400 Euro. Plus Lampen, 5x32er HD, 450, 500 Euro Stück, 2,5, 6, knappe 7 mit Technik, mit allem drum und dran, nochmal 10.000 Euro. Ohne Besatz. Fließfilter, Nachfüllanlage, Dosieranlage, den ganzen Klimbim. Das wird ja hier SPS, Agropora. Das heißt, da ist auch ein KH-Keeper nicht schlecht. 800 Euro, 10.000. Ja, es wird weiter witzig. Aqua Perfect Raumteiler. 1,60 m x 80 m breit x 60 m hoch, 13.000 Euro. Man muss dazu fairerweise sagen, mit einer Royal Exklusiv Dreambox. Volle Hütte, alles. Abschäumer, Fließfilter, alles komplett. Mit Lampen, also wirklich komplett. Besatz muss noch rein und Steine und Sand, das war's. Also ansonsten 13.000 Euro. 10.000 das DD, 13.000 das. Schaubecken hat man noch nicht, ne? 75. Oh, das war zu viel. Ja. Moment. Jetzt stimmt's. 1200er DD steht vorne. Das kann ich jetzt ziemlich genau sagen, weil das ist ein Becken, was wir sehr, sehr häufig natürlich verkaufen. Da liegen wir mit allem Crimson und Krams, mit Technik, mit Lampen, mit allem drum und dran, mit Besatz, mit Fischen, mit Korallen, mit Steinen um die 5000 Euro immer. Also man kann so sagen 3.500 bis 4.000 ungefähr Technik, mit Becken mit kompletter Technik. Und ungefähr, naja, es kommt drauf an, ihr wisst selber mit dem Besatz, da kannst du alles machen. Du kannst, wenn du einen guten Kumpel hast, der hat Korallen ohne Ende, dann deckst du dich bei dem einen für einen schmalen Taler. Das ist natürlich weniger. Ich würde jetzt hier für unser Becken, würde ich mal sagen, 5.000 Euro. Dann ist jetzt eine interessante Thematik, die ganzen Produkte, die hier sind. Ja, die als ganzen Fachhändler, Produkte. Als Fachhändler, kaufst du das jetzt ein, um das quasi hier weiter zu verkaufen oder wird das quasi auch geschickt, hier ausgestellt und du kannst den Gewinn behalten. In Kommission oder wie meinst du? Genau, also so. Wir müssen alles bezahlen, was wir bestellen. Was hast du hier an Warenwert? Ja, das ist ja dazu. Wir haben ja ein Außenlager auch noch. Also was wir hier jetzt haben und bei uns jetzt im Lager, das sind auf jeden Fall 50.000. Auf jeden Fall. Du musst ja rechnen, allein so eine Lampe kostet schon 800, 900 Euro. Ein Tausender. Dann haben wir Abschäume. Alleine hier im Regal stehen fast 10 Stück. Also das hast du sofort. Ne? 50.000 ist schon viel zu wenig. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Auf die Liste damit. Auf die Liste. 50. Eine Kasse haben wir noch. Eine Kasse haben wir noch. Na gut, eine Kasse. Ich meine, das ist jetzt alles geschreinert von unserem Chefschreiner Michael. Also das ist, wir haben ja auch die Kasse übernommen vorher. Naja, gut, dann haben wir zwei Kühlschränke, zwei Gefrierschränke, Fernseher, wo die Videos so ein bisschen laufen. Wir haben hier, sehe ich gerade, Ware noch stehen, da steht nochmal ein 1200er DD komplett verpackt. Aber ich meinte eigentlich die Kasse an sich, das ganze Kassensystem. Das Kassensystem, die EDV meinst du? Ja, das allein, was du brauchst, um zu kassieren quasi. Naja, ne? Gut, ich meine, ja gut, dann und sowas. Naja, das sind also das Kassensystem an sich sind um die 5.000. Mit allem drum und dran, mit der ganzen Anbindung, mit Lizenz, da musst du auch Lizenzgebühr zahlen, dieses ganze Gedödel. Also Kassenbereich, sag ich mal, sind auch, dann haben wir zwei Drucker, ein großer Laserdrucker, sind in Summe auch 10.000 locker. Also ich bin wahrscheinlich mit allem viel zu günstig, aber machen wir nochmal 10 dazu. Naja, und ansonsten wartet es. 50.000 reichen nicht. Jetzt steht hier eine komplette Palette Absolut Ocean. Es steht hier nochmal ein komplettes DD 1200 Becken mit kompletter Technikausstattung. Das, wenn du anfängst, ne? Das nimmt ja gar kein Ende. Bestes Beispiel hier, der Kollege hier. Das kostet so ein Ding, was meinst du? Das ist quasi eine elektrische Ameise. Genau, so ein Hubwagen, eine Ameise. Das Ding kostet 4,5. 8. 8. Braucht hier als professionellen Videomaker nicht erzählen, was gutes Material kostet. Ne? Da fangen wir gar nicht erst an. Ja, genau. Das ist bei euch genau das Gleiche. Also 8 hier Becken nochmal dazu, 8, 12 Palette hier. An der Kasse sehe ich noch was. Die zwei Kühlschränke, zwei Gefrierschränke inklusive Ware. Ist das nächste? Ich habe auf jeden Fall jetzt den Titel fürs Video gefunden. Ja. Das traurigste Video, was Flo je drehen musste. Das ist wirklich traurig. Du kommst ja vom Hundertsten ins Tausendste. Guck mal oben, diese ganzen Banner, die hier oben dran sind, das ist alles auf Alu. Das ist Alu, die Bond, wie das heißt. Mhm. Also so ein Ding kostet auch 500 Euro, 4 Stück. Verrückt. Ich bin jetzt schon bei 389.000 und mal die 400 hast du gleich. Das können wir uns eigentlich mal drauf festlegen, ne? Fachgeschäft an sich. Und dann kommt ja noch die Zucht.
Ja, genau. Ja, es kommt noch dazu, ne? Büros kommen dazu, Zucht kommt dazu, Hälterung kommt dazu, der ganze Logistikbereich hinten kommt dazu, Verpackungen, dieses ganze Zeug. Also das ist ja nochmal on top. Also das, was wir jetzt hier gesehen haben, würde ich beziffern auf 400.000. Plus minus ein paar zerquetschte. Da ist ja eine Varianz mit drin. Natürlich haben wir teilweise einen reduzierteren Einkauf, als jetzt der Endkunde natürlich hier an Produkten hat. Das ist ja auch klar. Bei Fischen habe ich tatsächlich die bei lebenden Tieren habe ich tatsächlich die Einkaufskosten genommen, muss ich dazu sagen. Also Korallen und Fische, der Korallen- und Fischbesatz, das waren tatsächlich die Einkaufskosten. Wir haben einiges weggelassen. Mir fällt jetzt auch schon wieder was ein, was wir vergessen haben. Also es ist realistisch, wenn man sagt 400.000 Euro rein, das Fachgeschäft. Heute brauchen wir kein Auto. Komm. Wir gehen einfach.